Mahlzeit zusammen. So, den findigen Zuschauer unter euch ist mittlerweile schon aufgefallen, dass wir da oben immer noch eins von den Geräten nicht dran haben. Das heißt, das machen wir jetzt noch hin. Da haben wir jetzt noch einen ganzen Sack voll Schrauben gekauft. Und danach versuche ich dann, die Alukiste, die gerade noch in der anderen Werkstatt drüben steht, oben zu befestigen. Und wenn alles glatt läuft, dann reißen wir noch die alte Heizung raus und bauen heute auch die neue mal rein und probieren, ob das Ding funktioniert. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das sehen wir dann. Also während der Christian die Kiste für oben holt, zeige ich euch mal noch kurz was Cooles für die Innendeko. Und zwar haben wir ja nur so 40x80 Kopfkissen und dann haben wir immer so mega viel Stoff übrig. Und jetzt haben wir noch kleine Couchkissen gemacht, oder besser gesagt, meine Mama hat kleine Couchkissen gemacht und hat die einfach total cool bestickt mit einmal Home is where you lay your head down und Home is where you park it. Voll toll. Irgendwie müssen wir jetzt da noch die Löcher reinbringen, dass wir das Ding festschrauben können. Jetzt probiere ich mal, ob ich das so anzeichnen kann, wie ich mir das gedacht habe. Ne? Gesundheit. Ich habe mal nachgeschaut, vor genau 8 Monaten habe ich das Video rausgebracht, wo ich die Kiste hier gekauft habe, um dann stolz zu verkünden, dass er aufs Dach kommt. Jetzt haben wir sie drauf, jetzt ist er fest und jetzt ist auch was drin. Alles andere da vorne, was ihr jetzt wahrscheinlich gerade nicht wirklich seht, sieht man das? Nee, da ist nichts. Kommen noch Bretter hin und dann ist das alles eine recht annehmbare, begehbare Fläche und wir müssen noch extra Stauraum. Ich hoffe, man hört es, wir sitzen ziemlich weit weg. Aber jetzt bauen wir mal die alte scheiß chinesische Standheizung aus. Und das Ding muss auf jeden Fall noch auf Seite. Wir haben heute ein Geburtstagsspezial und der Christian hat sich schon innen beim Bus versteckt und ein kleines Vögelchen hat uns gezwitschert, dass da noch Geschenke versteckt sind und deswegen gehen wir jetzt mal gucken, was sich da denn so versteckt hat. Hallo! Hallo! Kommen Sie rein! Kommen Sie rein! Ich habe jetzt quasi einen neuen Akkuschrauber geschenkt, weil der alte ja beim letzten Umbau abgeraucht ist. Ich muss das Ding jetzt gleich mal auspacken und laden, dass wir den auch gleich mal probieren können. Mit der Schinkenkarte.
alles Gute zum Geburtstag. Oh, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Sehr schön. Lochio. Was steht denn drauf? Darf man das, kann man das vorlesen? Liebe Kubi, alles Gute zu deinem Geburtstag. Viel Spaß beim Bohren. Ich packe das Ding mal aus. Werbung machen wir keine, deswegen zeige ich es nur so rum. So, jetzt guck mal hier, guck mal schauen. Leute. Er ist quasi noch kleiner und noch handlicher und wahrscheinlich noch effektiver als der andere. Und das Coole ist, das Ding hat sogar zwei Akkus dabei. Geht der schon oder muss ich den erst laden? Mit Licht. Guck. Das ist cool. Da kann man doch nicht. Oh, das, ich finde das herrlich bei den Geräten. Guck, da drückst du drauf und dann ziehst du den Akkustand von deinem Akku. Und da auch. Oh, ich finde das herrlich. So, das Gerät haben wir jetzt quasi, oder habe ich jetzt quasi von meinem Vater geschenkt gekriegt. Ich weiß ja nicht, ob er die Videos anschaut, aber wenn du es siehst, vielen, vielen Dank. Das Ding probieren wir jetzt gleich aus. Aber erstmal müssen wir den Spaß laden, weil die sind jetzt alle noch leer. Und wir nutzen das Gerät heute gleich mal dazu, um die Standheizung auszubauen und die neue einzubauen. Los geht's! Ladegerät, cool. Hast du schon deine coolen neuen Sicherheitsschuhe gezeigt? Nee. Zeig mal. So, die da. Ja. Cool. Wir haben jetzt noch jede Menge Stoff übrig gehabt von den Vorhängen und mittlerweile haben wir da ja auch schon so eine, wie nennt man das? Bestecktasche. Bestecktasche gemacht, genau. Die haben wir noch gar nicht gezeigt, das machen wir mal anders. Das ist jetzt halt nichts, wo man einfach so mal ausbreitet, sondern das zeigt man dann natürlich auf einem gedeckten Tisch. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, Moment, jetzt müssen wir mal, falsch geschwenkt, so. Haben wir aus dem Rest quasi jetzt noch eine Tischdecke genäht, beziehungsweise die Babsi. Ich finde sie geil. So, auch wenn das Bild jetzt ein bisschen flackert, da ist das Ungetüm und das fliegt jetzt raus und dazu, werde ich jetzt erstmal schauen, was ich da alles außenrum wegbauen muss, weil, mal kurz da reinleuchten, da hängt noch ein bisschen was dran, was weg muss. Wir haben jetzt quasi innen drin das ganze Gedöns alles schon weggebaut. Da sieht man auch, also wer China kauft, der lebt gefährlich. Das Ding ist gleich abgerissen. Das Ding müssen wir jetzt rausbauen, allerdings unten und dann noch den Auspuff. Und deswegen werde ich jetzt mal das Rollbrett holen und dann machen wir den ganzen Spaß. Das alte Teil ausgebaut. Jetzt holen wir die neue rüber und dann versuchen wir das Ganze neu anzupassen. Schwer? Aha. Du musst das Licht ausmachen. Oh, ich hab den Schlüssel. Stell's auf den Boden. So. Schicker geiler Schlag. Easy.
und Zeug. Grande Chaos, wie man sieht. aber das Schöne ist, auch wenn heute Heiliger Sonntag ist, ich habe das Loch für den neuen Aufsatz, der übrigens jetzt endlich Edelstahl ist und nicht so rostig ist wie der andere, noch ausgesägt. Mit meinem wunderschönen neuen, naja, neu ist er nicht, aber das ist der zweite Dremel. Wenn ihr euch erinnern könnt, der erste ist abgeraucht, als wir versucht haben, sieht man das, die Landstromsteckdose anzubringen. Der LD hat halt doch ein relativ dickes Blech, was sehr gut ist, weil dann hast du nämlich den Vorteil, dass der die Karre nicht so leicht unterm Arsch wegrostet, weil ich habe gerade gesehen, untenrum hat er auch ein bisschen Rost wieder gekriegt. Ich denke mal, das ist das größte Problem in den nächsten zwei Jahren sein wird, deswegen tipptopp. Gut, wir lassen jetzt den Rostschutz, die Kamera ist unten, wir lassen jetzt den Rostschutz trocknen und dann ja, befestigt man noch das Ding hier, den Durchlauf. Und dann bauen wir die Heizung mal ran und probieren, ausprobieren tun wir sie heute nicht, das schaffe ich heute nicht mehr. Ja. Wie man sieht, wenn man sieht, andersrum, darum, ist halt schon ein ziemliches Chaos jetzt, ne? Hier sieht man jetzt mal den Unterschied, den Größenunterschied schon allein von den zwei Dingern. Rechts das Weiße ist die China-Heizung für einen Huni, die einfach nur Müll ist meiner Meinung nach. Und ich würde sie auch nie mehr ins Auto einbauen. Und das links ist die Planar 2D. Oder Autotherm, ich weiß nicht genau, wie sie jetzt heißt. Kostet natürlich das Fünffache, aber Punkt 1, und das ist schon mal das Allerwichtigste, ist, sieht man das, eine CE-Kennung. Das hat das Teil nämlich nicht. So, wir haben es jetzt endlich geschafft. Die Heizung ist zumindest körperlich schon mal eingebaut. Verkabeln werde ich es morgen noch. Verschlauchen werde ich es morgen noch. Und alles andere werde ich auch morgen noch, denn ich habe morgen nämlich noch einen Tag Urlaub genommen. Um genau zu sagen, den letzten in dem Jahr vor den ja, Weihnachtsfeiertagen. Die Babsi muss leider morgen wieder arbeiten. Und wir brechen jetzt aber ab, weil jetzt geht es nochmal heim zur Mutter Kaffee trinken. Es ist, jetzt noch? Ja klar, es ist 4:45, da geht noch ein Kaffee. Den ganzen anderen Spaß, den wir da jetzt machen, das zeigen wir euch im nächsten Video. Weil ich denke, für diese Woche haben wir echt genug gemacht. Wir haben Dachträger fertig gebaut, wir haben Wir waren krass produktiv. Wir haben die Kiste raufgemacht. Wir haben die alte Heizung rausgerissen. Wir haben die neue Heizung reingebaut. Insofern würde ich jetzt mal sagen, habt einen schönen Tag oder Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann seht ihr auch die ganzen anderen Sachen. Kamera, hör auf zu schwenken. Die ganzen neuen Videos, die wir rausbringen. Es geht langsam in die heiße Phase. Die erste Wohnung ist weg. Der Bus wird langsam so, wie wir ihn haben wollen. Dann kommt meine Wohnung und dann geht's ab. In diesem Sinne, mach Idiot!